Letzter Teil für heute, Graphical Models. Ja, das ist jetzt, hört sich an wie, oh, was hat das Ganze jetzt mit Graphen zu tun und so. Da zeige ich Ihnen zunächst ein Beispiel. Und das ist das Tracys Rasenisnass-Problem. Ja, das adaptiert aus einem Buch von David Barber und Julia Pearl. Steht hier an der Seite, können Sie mal nachgucken im Original. Und das ist jetzt folgendermaßen. Hier habe ich auch wieder vier Aussagen. Und ich will irgendwie über Wahrscheinlichkeiten Aussagen treffen, aber ich möchte das Ganze irgendwie geschickt machen, sodass es leicht berechenbar ist. Und zwar hier ist die Aussage, Tracys Rasen ist nass. Ja, wir sind irgendwo in Kalifornien und wir haben jetzt zwei Einfamilienhäuser und der eine Rasen von Tracy, der ist nass. Dann gibt es die Aussage, letzte Nacht hat es geregnet. Und dann gibt es auch die Aussage, dass der Rasensprenger von Tracy war letzte Nacht an und das sollte ja eigentlich nicht italic sein. Und dann gibt es auch die Aussage, dass der Rasen von Tracys Nachbar auch nass ist. So, und jetzt, das sind alles so Aussagen, aber wenn wir darüber reden und uns das vorstellen, dann machen wir uns auch die Mechanismen gleich klar. Das heißt, wir wissen, dass der nasse Rasen führt nicht dazu, dass es regnet. Ja, wir wissen, wenn Sie da mit dem Gartenschlauch stehen und machen den Rasen nass, fängt es nicht an zu regnen. Ja, aber umgekehrt wohl. Wenn es regnet, dann wird auch der Rasen nass. Das heißt, wir können so einen Pfeil machen von es regnet zu Tracys Rasen wird nass und auch Jacks Rasen wird nass. Das heißt also, mit diesen Pfeilen und diesen Beziehungen hier zwischen diesen Variablen beschreiben wir so unser physikalisches Weltwissen. Ja. Und dann gibt es noch diesen Sprinkler, der ist natürlich so eingestellt, dass nur Tracys Rasen nass wird. Das heißt, der beeinflusst die Variable von Jack nicht direkt. Okay? So, das sind ja so kleine Mechanismen. Es gibt noch ein anderes, das ist so ein Earthquake-Beispiel, passt auch zu Kalifornien. Da gibt es einen Radioreport und irgendwelche anderen Sachen und die stehen auch irgendwie in Beziehung zueinander. Und gegeben, dass irgendwie, was weiß ich, man einen Telefonanruf bekommen hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erdbeben wirklich da gewesen ist? Das kann man so auf alle möglichen Situationen ummünzen. So, die Fragen, die man, die Vorteile, die man jetzt erstmal hat, ist, man kann irgendwie diese Mechanismen so kompakt hinschreiben und es führt tatsächlich auch zu schnelleren Berechnungen von diesen Wahrscheinlichkeiten. Sie haben ja gerade gesehen, die Formeln, die man da hat, je mehr Variablen man da hat, je komplizierter werden die Ausdrücke. Es ist immer nur Plus und Mal und dividiert durch, aber es werden immer größere Summen und es wird immer aufwendiger. Und wenn Sie halt hunderte von Variablen haben, dann wird es zu teuer und dann helfen Ihnen diese grafischen Modelle, um diese Sachen geschickter zu modellieren. Ja, da gehe ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail, aber zum Beispiel, um sowas auszurechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sprinkler last night an war, gegeben, dass Jacks Rasen nass ist, dann würden Sie erst denken, das hat halt nichts miteinander zu tun, da kann ich nichts sagen. Aber jetzt hier kommt, entlang dieser Pfeile, ja, kann man jetzt argumentieren. Und zwar kann man sagen, naja, wenn Jacks Rasen nass ist, ja, dann ist also, wahrscheinlich hat es dann auch geregnet. Und wenn es geregnet hat, dann ist Tracys Rasen wahrscheinlich auch nass. Ja, und wenn der Rasen nass ist und ich habe schon eine Erklärung, dann brauche ich eigentlich keine zweite Erklärung, dass der Sprinkler an war. Das heißt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Sprinkler an war, weil Jacks Rasen an ist. Das Ganze nennt sich Explaining Away. Ja, wenn ich also eine Erklärung habe für so eine Sache, die passieren kann, ja, dann wird diese Erklärung die anderen Erklärungen runtergewichten. Ja, und das ist also ein Effekt, der mit Wahrscheinlichkeiten tatsächlich passiert in diesen grafischen Modellen. Ja. Gut. Ist also super, um schnelle Berechnungen zu machen und irgendwie auch eine tolle Beschreibung der Welt. Hier ist ein weiteres Beispiel. Diesmal ist es jetzt ein Medical Example, um das ein bisschen ernsthafter zu haben. Also wir haben Symptome und Krankheiten. Ja, und ich zeige Ihnen direkt den Graph. Ist genau der gleiche Graph. Ja. Die Krankheiten stehen oben und die Symptome stehen unten. Ja, weil das ist sozusagen der Mechanismus, wie die Welt funktioniert. Sie haben eine bestimmte Krankheit und das führt zu Symptomen, die man beobachten kann und nicht andersrum. Ja, also wenn Sie sozusagen blaues Auge haben, ja, dann ist das irgendwie ein Hinweis darauf, dass Sie irgendwie einen Bluterguss da im Auge drin haben. Ja, aber es ist sozusagen nicht die Ursache, das blaue Auge ist nicht die Ursache davon, dass Sie den Bluterguss haben, sondern es ist das Symptom davon, dass Sie da irgendwie ein Hämatom oder irgendwie sowas haben. Das heißt, da gibt es also auch eine Direktionalität hier. So, und das Beispiel hier ist, die Krankheiten sind Lungenentzündung, ja, und Aspiration, habe ich mir erklären lassen, das bedeutet so viel wie, man hat was verschluckt, ja, eine Verschluckung. Sie haben irgendwie einen Legostein runtergeschluckt oder sowas, der jetzt in der Lunge ist. So, das sind also zwei Möglichkeiten und beide Möglichkeiten führen dazu, dass Sie rumhusten.
Ja, also sie sind also Kinderärztin im Krankenhaus und da kommt jetzt ein Kind zu ihnen und ist ganz feste am Husten. Da haben sie jetzt also das Symptom. Und die wollen jetzt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung darüber haben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lungenentzündung ist oder dass irgendwie ein Legostein verschluckt wurde. Okay? Und dann machen sie natürlich weitere Sachen. Also sie könnten zum Beispiel checken, ja, ob die Variable F, oh, das ist jetzt hier falsch, das zweite Symptom sollte F wie Fieber sein, ja, also Fieber. Okay? Das heißt, sie nehmen Fieberthermometer raus und messen mal einmal, ob das Kind Fieber hat. Und wenn es kein Fieber hat, sinkt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine Lungenentzündung ist in diesem Fall. Okay, wenn sie wissen, wie lange das Kind hustet und so weiter und so fort. Und sie sehen, dass sie also mit den gleichen Mechanismen, ja, mit denen sie ausrechnen können, wer die Champions League gewinnt, können sie also auch sozusagen in so einem Medical Example ihre a priori Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine bestimmte Krankheit ist, dann updaten, gegeben der Symptome, die sie da haben. Ja, und insbesondere in diesem medizinischen Beispiel sieht man natürlich auch, dass die Anzahl der Variablen für Krankheiten ist natürlich riesengroß. Ja? Also es sind hunderte von möglichen Krankheiten. Und die Anzahl der Symptome, die sie haben, die ist auch riesengroß. Ja, und dann ist es halt ungeschickt, wenn sie alle Symptome mit allen Krankheiten verbinden, sondern es ist irgendwie geschickter, wenn sie das irgendwie nur die verbinden, wo der Mediziner dann auch sagt, ja, da besteht auch eine Beziehung zwischen. Ja, zum Beispiel, wenn der Fuß fehlt oder sowas, dann würden Sie nicht darauf kommen, dass der Patient eine Lungenentzündung hat oder sowas. Ja? Das heißt, den Pfeil können Sie sich sparen. Das heißt, da können Sie die Berechnung dadurch auch vereinfachen. Also weniger Pfeile hier zwischen diesen Knoten hier bedeutet schnellere Berechnungen. Ja? Das heißt, wie geht man jetzt hier vor? Man würde jetzt den Domain-Expert fragen, also die Ärztin, ja, welche Krankheiten sind denn da relevant und welche Symptome sind relevant und wie stehen die zueinander in Beziehung? Und dann würde man vielleicht versuchen, jetzt auch subjektiv die a priori Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Krankheiten zu nehmen und sozusagen die Wahrscheinlichkeiten über die Symptome. Und unter Umständen würde man dieses System jedes Jahr am Jahresende mit den Patientendaten, sofern man die datenschutztechnisch benutzen darf, updaten und kriegt immer bessere Wahrscheinlichkeiten mit jedem Jahr. Ja, das ist also ein Beispiel, wie man also Wahrscheinlichkeiten nutzen könnte. Okay? Gut. Das ist jetzt das Gleiche wie gerade, ja, was ich Ihnen gerade auch schon gesagt habe.